Hallo Leute und willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Immer noch bei diesem wunderbaren Solitärrätsel Nummer 3 ist es, glaube ich. Und ich habe da in der letzten Folge wie immer ohne Ende rumprobiert und ich werde es auch jetzt noch ein, zwei Minütchen ausprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich das wohl oder übel leider aufschieben. So, wir wissen, dass diese Position auf jeden Fall richtig ist, denn wir haben... Ach, wir haben doch gar nicht 3 Hinweismünzen genommen. Stimmt, wir haben 2 genommen. Okay, die übrigen Züge musst du dir selbst ausdenken. Okay, das ist aber richtig. Wir brauchen diese Art Pfeil, das wissen wir. So, und wenn wir das jetzt so machen, dann kommen wir genau dahin, wo wir in der letzten Folge auch waren. Nämlich in eine große Zwickmühle. Also fangen wir nochmal neu an. Die beiden hier runter, die hier hin und beide wieder nach oben. So, wenn ich jetzt einfach mal hier runter, das habe ich ja gerade auch, ach nee, das habe ich gerade auch gemacht, ne? Stimmt, das habe ich gerade auch gemacht. Okay, ich könnte mit dem eventuell mal dahin gehen. Mit dem dahin, mit dem dahin. So, sieht das schon besser aus? Nein, sieht es nicht. Weil wir den da oben... Leute, wir haben's. Nee, oder? Das ist jetzt... Nee, das kann Nun jetzt nicht die sein. Probe auf ich schwöre euch, ich habe nicht nachgeguckt oder so. Ich schwöre es. Ah. Ganz famos. Ganz famos, ja. Sehr gut. Für dieses Spiel gibt es traditionell 2 verschiedene Spielbretter. Das englische und das französische. Für das Rätsel eben wurde ein englisches Brett verwendet. Okay. Schön und gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das Rätsel so schnell löst. Ihr seid viel besser als ich. So, Kastenteufel für unser Hamsterchen. Und jetzt müssen wir nach wie vor gucken... Ach, hier geht's wieder zurück zum... Ja, genau. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier geht's nur wieder zurück zum Bahnhof und da kommen wir nicht weiter. Wir müssen jetzt die anderen Rätsel finden und ich würde auch gerne nochmal Sammys Rätsel probieren. Denn als ich die Folge... Jetzt will der wieder Tee. Ich will dem keinen Tee geben. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier rein. In der Hoffnung, er will auch Tee. Dass ich jetzt nochmal das Rätsel lösen kann. Oder ist das jetzt generell... Oder ist das jetzt generell im Rätselindex? Aber das kann ja nicht sein. Okay, ich würde das nämlich gerne lösen. Boah, ich war so dämlich ja in der letzten Folge, ne? Muss ich ja mal sagen. Was ich da gerechnet... Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Was ich da gerechnet habe... Erstmal habe ich mich ja verrechnet. Ich habe mit einer ganz falschen Zahl multipliziert. Aber ich dachte irgendwie an die 56 Wochen, was totaler Käse ist. Und es ist mir vorhin beim Schneiden bewusst geworden. Und wenn ich das jetzt hier so lese, Sammy arbeitet 3/5 der Tage, die das Jahr hat. Also müssen wir erstmal die 365 durch die 5 teilen und dann kommen wir auf 73. Ich habe das jetzt vorhin schon ausgerechnet. Dann müssen wir die 73 einfach natürlich nur mal 3 rechnen und kommen somit auf 219 Tage. Was um einiges wahrscheinlicher klingt als 1800 Tage in einem Jahr. Dann wollen wir mal sehen. Das wäre auch für jemanden wie Sammy kaum möglich gewesen. Quod erat demonstrandum. So. Schön. Hätten wir das auch ausgerechnet. Perfekto. Sammys furchtbar verworrene Schilderung ist schwer zu verstehen, aber sein Arbeitsplan ist eigentlich recht simpel. Erst hat er 2 Tage frei, dann arbeitet er 3 Tage hintereinander, hat dann wieder 2 Tage frei und so weiter. Er arbeitet also an 3 von 5 Tagen. 3/5 von 365 Tagen macht 219 Tage. Keine schlechte Arbeit, die er da hat. Jo, das stimmt wohl, aber auch 1800 Tage wären perfekt gewesen. Das ist mal eine gute Antwort, die könnte man glatt singen. Yeah! Wisst ihr, mein Onkelchen hat es echt gut. Ich meine, der Typ hat seinen eigenen Zug. Und trotzdem sind wir hier im Nirgendwo und suchen den Plunder von irgendeinem alten Knacker. Ich hätte ja nichts dagegen, irgendetwas knete. Ist ja klar, aber der Boss kann manchmal echt gierig sein. Ja, Sammy, das interessiert uns gar nicht. Wir haben das Rätsel um die Schatulle der Pandora sowieso schon gelöst. Und du hast kein Rätsel für uns. Schade. Liebe Ophelia, dann werden wir dich so schnell wie möglich wieder verlassen. Und uns auf die Suche machen. Ist hier zufällig noch was? Mit ihr haben wir gesprochen. Sie hatte keins in der letzten Folge. 115 gelöst. Bei ihm haben wir das mit den Blumenbeeten gemacht. Der hat jetzt aber auch nichts. Ja, ja, wir sind wirklich unaufhaltsam. Wir sind ganz super toll. Und hier kommen wir wieder zu ihr, Irina, ne? Die aber auch kein Rätsel mehr hat. Wenn ihr euch mal richtig entspannen wollt. Ja, ja, meine Liebe, dann kommen wir vorbei. Ich kann ja mal kurz... Nee, bei Oma Enigma dürfte ja nichts mehr sein. Da dürfte ja nichts mehr sein. Nee, stimmt. Das stimmt. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie... Wenn ich sie anquatsche... Aber die hat auch nichts zu sagen. Ja, ja, du hast beschlossen, hier deine Zelte aufzuschlagen. Das freut mich. Noch mehr würde es mich freuen, wenn du ein paar Rätsel hättest. Aber nein...
dann würde ich sagen, wir könnten noch mal in die Mine gehen. Ihr zwei wollt gerade auch nur Tee. Wir könnten noch mal in die Mine gehen. Da stand doch... Hast du zufällig noch eins? Ach nee, das war der mit dem... Moment. Ah, das war der mit dem Solitär Nummer 4, ne? Weg mit den... Oh, will ich das noch mal versuchen? Okay, als erstes solltest du die Kugel direkt unterhalb... Wir können es ja noch mal probieren. Direkt unterhalb der Brettmitte. Ah nee, Quatsch. Direkt unterhalb der Brettmitte. So. Okay. Habe ich gemacht. Du bekommst keine Hilfe mehr. Ach ja, das war's. Stimmt. Auch der letzte Tipp ist nur Faktenwissen. Okay, okay. Eine Minute. Eine Minute werde ich mich jetzt noch daran aufhalten. Ich weiß, ich muss es sowieso irgendwann tun. Aber vielleicht klappt das zufälligerweise auch so gut. Mit dem dahin. Moment. Mit dem dahin. Ist der weg. Mit dem dahin ist der weg. Bleiben die drei übrig. Und das ergibt keinen Sinn. Dahin. Das bringt nichts. Oder muss ich echt versuchen, irgendwie weiter nach oben zu kommen? Aber das ist so... Das ist so schwachsinnig. So und so, dann bleiben die drei übrig. Nein. Das hier stört mich, dass da die Lücke ist. Kann man die nicht irgendwie... Irgendwie schließen und da einen hinsetzen? Nee, nee, auch das funktioniert nicht. Nein. Ach, Mann. Nee. Okay, gut. Ich bekomme also definitiv keine Hilfe mehr. Wo ich den am Anfang hinsetze, dürfte ja eigentlich egal sein. Es ist ja symmetrisch. So. Weiter nach oben ergibt einfach keinen Sinn, weil ich gar nicht so weit nach oben komme. Was ist, wenn ich das so mache? Passt mal auf. Nee, dann komme ich ja nur noch weiter nach unten. Das ist ja noch blöder. Nee, das ist ja noch blöder. Also ich bleibe immer auf den dreien am Ende hängen, ne? Wobei ich eigentlich meine... Jetzt hätten wir die da. Wobei ich eigentlich meine, dass ich es in der letzten Folge schon mal mit zweien geschafft habe, aber auch zwei bringen mir nichts. So, jetzt hängt der da nämlich fest, jetzt hängen die da fest. Nee, ja. Wir geben das erstmal auf. Ja, das tun wir, auch wenn es jetzt blöd ist. Nee, mir gefällt dein Rätsel nicht so gut, mein Lieber. Was war denn hier nochmal drin? Ach, er, der will auch nur Tee. Was ist, wenn ich wieder raus und wieder reingehe? Denn ich gehe ja davon aus, hat sie jetzt vielleicht noch ein Rätsel? Nee. Ja, ja, dein Vater. Okay. Weil manchmal wollen die den Tee. Manchmal haben die aber auch ein Rätsel. Oder aber sie haben gar nichts. So wie jetzt. Okay. Okay, okay. Es wäre noch eine Möglichkeit, in diesen Turm zu gehen. Das könnte noch sein. Da saß nämlich ein Typ rum. Ich erinnere mich an ihn. Und eventuell... Weiß der noch irgendwas? So, hast du noch ein Rätsel? Das sieht gut aus. Diese Weggabelung ist dein Revier. Was war das denn nochmal? Hatten wir das schon? 105. Oh nein, jetzt auch noch weg mit den... Oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Es wird ja immer schwieriger. Ja gut, ich meine, versuchen... Versuchen kann man es, aber... Aber ob es was bringt, ist die Frage, ne? Dann wird denen nämlich schon so mega... Blöde da unten. Ach komm, neu. Wenn wir das Feld von hinten aufräumen, dann hängt der da jetzt so blöde rum. Und dann machen wir so und dann machen wir so. Das ist jetzt gerade mehr ausprobieren als nachdenken, ne? Ich hoffe, das versteht ihr und seht ihr. Vor allem, nee, komm, das kannst du knicken. Also wenn ich nicht mal das Vierer hinbekomme. Ja, toll. Toll.
komme ich nicht raus. Nee, ich hätte gern noch ein anderes Rätsel in dieser Folge. Oder am besten sogar zwei. Ja, ja, ich gebe auf. Hättest du dir denken können? Natürlich. Natürlich. So, ab in die Mine. Gucken, ob unser vielsprachiger Freund noch da ist. Der hier nämlich. Er hat aber kein Rätsel. Okay, wie bist du hier gelandet? Mist. Und die Frage ist, ob da unten noch was ist. Vermutlich nicht, ne? Also ich meine, da waren keine Leute mehr. Es kann sein, dass in irgendwelchen Gegenständen noch ein verstecktes Rätsel ist. Aber ganz ehrlich, das glaube ich fast nicht. So, hier war der Tresor. Nee, können wir auch nichts machen. Okay, wo wollen wir dann hingehen? Gute Frage. Ah, wir könnten, ich habe eine Idee. Wir könnten eventuell nochmal ins Museum gehen. Jetzt möchtest du wieder deinen Tee. Was war denn hier nochmal? Hier war die Weggabelung. Wir könnten nochmal hier im Wald gucken. Ach, hier war doch auch noch das mit den Laternen, ne? War das das hier? Ich glaube, das war das. Weg ins Dunkel. Licht ins Dunkel, genau. Da habt ihr mir... Ja, ich erinnere mich. Da habt ihr mir beim letzten Mal geschrieben, dass ich der Lösung schon relativ nah war. So ging das, ne? Genau. Okay, so. Verwende so wenige Lampen wie möglich. Also da einen hin. Da einen hin. Dann ist das alles schön ausgeleuchtet. Habe ich nicht eigentlich gesagt, ich wollte hier mit den Diagonalen immer anfangen, weil... Keine Ahnung. So. Und so. Ich muss die nur schon mal hinsetzen, nicht, dass ich das vergesse. So und so. Da einen hin. Nee. Das ist schon Quatsch. Das ist schon Quatsch. Nochmal neu, bitte. Ich muss mit den Diagonalen anfangen. Alles andere ist doof. Also entweder setze ich hier einen hin. Dann habe ich das abgedeckt, das abgedeckt, das abgedeckt. So, die nächste Diagonale hätten wir hier. Nehmen wir an, wir würden da einen hinsetzen. Hätten wir, huch, das hier abgedeckt, das abgedeckt und das hier. Okay, also habe ich jetzt einen da unten. Da einen und da einen. Okay, so. Notiz. So, die nächste Diagonale haben wir hier. Die würden wir nur bekommen, wenn wir da einen hinsetzen. Und damit decken wir das hier ab. Und das hier ab. Zurück, setzen wir schon mal einen hin. So, was ist jetzt noch wichtig? Wir brauchen hier einen. Der würde... Dann ergibt das aber keinen Sinn. Wenn wir hier einen hinsetzen, deckt der die komplette Reihe ab. Das könnte sogar passen. Da einen hin, der deckt die Reihe ab und die hier unten. Also so und so. Und wir haben auch keinen doppelt. Und der nächste müsste dann dahin. Der macht dann nämlich die Reihe runter und hier. Die Frage ist nur, ob das mit den... Ob das die Lösung mit den wenigsten Zügen ist. Es sieht gut aus, aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, das ist sogar richtig. Ach, cool. Das war viel zu leicht. Schön, hätten wir das auch geschafft. Sehr gut, die Waldwege waren ziemlich unheimlich, aber das lag nur daran, dass es dunkel war, oder nicht? So, endlich etwas Licht. Jetzt, wo man mehr sieht, können wir weitergehen. Ja, wunderbar. So, war denn hier noch irgendwie so ein Rutschrätsel? Oder war nicht noch was mit Pilzen? War nicht noch irgendwas mit Pilzen? Wir müssen den Weg erhellen. Ach so, es gab noch ein drittes? Oder was das? Das war das, wo ich vergeigt habe. Licht ins Dunkel 3. Okay. Machen wir uns direkt wieder eine Notiz und hoffen, dass es diesmal genauso gut klappt. Nehmen wir an. Ich setze da einen hin. So und so. Und so. Dann müsste ich da oben keinen mehr hinsetzen, sondern hier. Der würde das machen und die komplette Reihe machen. So und so. Und dann hätten wir die hier. Würde ich den auch logischerweise da hinsetzen. Geht runter. Geht dahin. Und geht hier einmal komplett durch. Okay, also da. Und das hier ist dann die letzte Diagonale. Würde ich den da hinsetzen?
Hier einmal hin. Da einmal hin. Da einmal hin. Zurück. Da. So, und jetzt fehlt uns noch... Jetzt fehlt uns das hier. Nee, das ist aber doof. Das kann nicht richtig sein. Das kann so nicht richtig sein. So bräuchten wir nämlich hier noch einen, der das machen würde und hier irgendwo unten noch einen und das wäre zu viel. Und da natürlich auch einen. An sich ist es keine blöde Idee, mit den Diagonalen anzufangen, denn so weiß ich in etwa, wie ich die da setzen muss. Das Problem ist dann, was übrig bleibt, ne? Nehmen wir mal an, ich möchte da unten aber keinen hinsetzen. Hier, weil das Verschwendung wäre. Ich komme ja an alle drei. Ach nee, ich muss da unten einen hinsetzen. Irgendwo da unten muss einer sitzen. Moment, nochmal zurück. Denn das muss ja zu sein. Also auch, ja, auch das muss ja zu sein. Das heißt, da unten muss einer hin. Irgendwo. Okay, pass auf. Setzen wir den dahin, haben wir das erleuchtet und das hier erleuchtet. So, das würde gleichzeitig bedeuten, dass wir den Diagonalen... Ich mache das erstmal so. Dass wir den Diagonalen so nicht bekommen. Oder aber doppelt und das wollen wir ja nicht. Also setzen wir da einen hin, der das hier erleuchtet, das erleuchtet, plus das hier erleuchtet. Also da... So, dann haben wir diese Diagonale. Die müssen wir von da auch nicht unbedingt beleuchten. Also setzen wir hier einen hin. Der leuchtet runter, dahin und die Diagonale. Okay. So, wo haben wir noch eine? Hier. Das ist aber, das ergibt schon wieder keinen Sinn. Denn da haben wir die ja dann doppelt. Ach, es ist doof. Nee, nochmal zurück. Weil den bekommen wir nicht anders. Und das ist 100 pro nicht doppelt. Also da nochmal eine hinsetzen. Das ist bestimmt Quatsch. Nochmal alle zurück. So. Das ist eigentlich eine verzwickte Stelle hier. Die unten. Können wir, und wir können die nur erleuchten, obwohl, nee, wir könnten ja auch hier einen hinsetzen. Ganz blöde, ne? Wir könnten ja auch hier einen hinsetzen. So. Da einen hinsetzen. So. So. Und so. Also, was habe ich jetzt gesagt? Da unten einen und da einen. Oder gibt es dann... Das überschneidet sich. Ist das denn ein Problem? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Ach, Quatsch. So. Und halten uns dann an dieser Diagonalen hier fest. Und setzen hier einen hin. Der erledigt das hier und das hier. So. Und dann, wo haben wir noch welche? Hier. Ja, oder ist das egal, dass wir hier einfach noch einen hinsetzen? Der erleuchtet das komplett und das hier oben. Das ist doch bestimmt schon viel zu viel. So, und dann würden wir da einen hinsetzen, der macht das hier und das hier und das hier. Und dann haben wir hier schon wieder das Problem. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich nehme hier mal eine Hinweismünze. Wir haben 63 Stück. Ich mache das jetzt vielleicht. Du benötigst 6 Lampen. Okay, darauf habe ich gehofft. Und ich habe jetzt schon hier 4, okay? Okay, 6 Stück benötige ich. Wie wäre es denn, wenn wir mal hier anfangen?
Also ich meine, das mit den Diagonalen ist ja schön und gut, aber vielleicht komme ich so nicht wirklich weit. Dann setzen wir Nummer 2 dahin. So, 1, 2. Dann setzen wir... Das klappt ja wieder da unten nicht. Dann setzen wir hier Nummer 3 hin. Zack und zack. Zurück, Nummer 3. So. Setzen hier Nummer 4 hin. So. Und so, das haut doch bestimmt wieder nicht hin. Da Nummer 4. Da Nummer 5. Nee, Moment. Moment, Moment. Ja doch, wir brauchen ja noch die Diagonale. Das passt aber nicht. Nein! Nein, ich bin so blöd. Da Nummer 5. Oh Gott, bin ich dämlich. Okay, Oh Gott, ich muss mir das einzeichnen. Vorstellen kann ich mir das nicht alles. Wir probieren das jetzt noch. Hier, dieser eine Versuch. Vielleicht haben wir Glück und es klappt. So, da geht's noch runter. Da geht's hoch. Du leuchtest hier. Und auch da, du leuchtest hier, da und da. Und dann haben wir jetzt im Endeffekt... Ach, du leuchtest ja auch hier, habe ich vergessen. Da. Ja, das bringt's aber nicht. Wir haben ja da noch keinen, wir haben noch nichts, was da leuchtet. Und da einen hinsetzen bringt nichts. Wir brauchen... Ja, wenn wir da einen hinsetzen, ist das nicht erleuchtet. Dann ist die Diagonale hier nicht erleuchtet. So, jetzt der letzte Versuch für diese Folge. Jetzt auf jeden Fall. Mann, ich kann mir wieder vorstellen, dass ich voll nah an der Lösung bin. Schreibt ihr mir bestimmt wieder und dann ärgere ich mich zu Tode. So, setzen wir da einen hin. 1, 2. Und das bringt nicht viel. Uns gar nichts. Nee, nee, lass den mal bitte da. Ach, Quatsch. Ich wollte doch Notiz. So. Weil das jetzt gerade auf den ersten Blick so gut aussah. Dahin und dahin. Der nächste hier unten hin, als Beispiel. Da einer hin, der das hier oben erleuchtet und der das erleuchtet. Machen wir einfach mal. So, erleuchtet das, erleuchtet das. Der nächste hierhin. Der macht das hier und das hier. Wir sind schon bei 4. So, und brauchen jetzt noch 2. Leute, ich hab's. Ich hab's. Da und da und da. Wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin. Und Notiz, den letzten... Ah ne, Quatsch, der zieht ja durch. Der zieht durch und den letzten machen wir hier. Und haben es da und da. 3, 4, 5, 6. Also es ist alles jetzt erleuchtet. Jetzt bin ich dran. Ja, ach cool. Boah. Sowas schafft nur Lächeln. Schön. Bilde ich mir das ein oder haben wir ein bisschen was geschafft in dieser Folge, abgesehen vom Solitär? Die Waldwege waren ziemlich unheimlich, aber das lag nur daran, dass es hier so dunkel war. Hoffentlich. Okay, sehr schön. Gut, Leute, in der nächsten Folge geht es dann weiter auf die Suche nach Rätseln. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.